Ich denke auf jeden Fall, der Weg zum Schmied wäre jetzt so das nächst Praktische. Denn wir haben ja einiges an Items gefunden und mit Glück können wir das ein oder andere davon an ihn weitergeben. Meine Schmiede brennt darauf, was für dich herzustellen. Schön gesagt, mein Freund. Das hätte ich ja gerne. Und davon brauche ich aber 4 Stück. Nein! Nein! Schade. Ich glaube, mit dem Speer können wir relativ gut Feinde weghalten. Davon benötigen wir aber auch mehr. Wir benötigen eigentlich für alles mehr, wenn ich das gerade richtig sehe. Wir können also eigentlich gerade gar nichts. Ah, doch. Wir können einen Harnisch herstellen. Dafür haben wir aber wieder nicht genug Geld. Okay, das war's wohl damit. Schön. Dennoch. Wir bringen jetzt einfach alles, was wir brauchen. Darunter unter anderem diese Barren. Ja. Haben wir jetzt ein volles Inventar. Die bringen wir jetzt mal nach oben. Wir müssen ja gleich den Shop aufmachen. Und gucken, dass wir wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Was wir... Also wir wollen jetzt erstmal alles behalten. So viel ist klar. Na, das war jetzt wieder falsch. So, zack. Das soll weg, das soll weg, das soll weg, das soll weg. Das soll weg. Das brauchen wir eventuell, das kann weg. Das weiß ich noch nicht. Die rostigen Schwerter, ich meine auch, dass wir die für irgendwas noch brauchen, aber... Naja, das kann auch weg. Die Dinger haben auch noch keine so richtige Verwendung und die verkaufen sich ja sowieso nicht. So. Dann wieder andersrum gesehen. Nehmen wir platzieren. Und nehmen das wieder raus. Und das auch. Und das brauchen wir eventuell. Noch, um was zu craften. So, dann tun wir das jetzt rein. Und das tun wir auch rein. Und das tun wir auch rein. Und das können wir eigentlich auch wieder rausmachen. Tun wir das lieber rein. Zack. So, die haben jetzt alle direkt den besten Preis angenommen, hoffe ich doch. Ja. Ich glaube, da hieß es noch ein bisschen... Nein, war auch gut. Das ist zu billig. Da weiß ich aber nicht so recht, weil da hieß es ja bei 150, das ist eigentlich... Mach mal. Ich mach... Soll ich trotzdem mal 150 machen? Ich meine, 150 wäre zu billig gewesen oder sowas. Naja, aber schauen wir doch mal. Öffnen wir den Laden. Hereinspaziert, meine Freunde. Hereinspaziert. Wir haben jetzt leider nicht so viel Loot genommen. Ich guck mal lieber noch, dass ich noch was aus der Kiste hole. Zack. Falls wir dann doch noch was verkaufen wollen. Ich nehme es einfach mal raus. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, wollt ihr was kaufen oder wollt ihr nur gucken? Ja, nimm's direkt mit. Perfekt. Das müssen wir jetzt erstmal noch gucken, wie viel das wert ist. Machen wir erstmal 1 rein. So, und das war mit 100 gut. Das ist ein uraltes Gefäß. Ein uraltes. Das sollte eigentlich dementsprechend wahrscheinlich 400 wert sein. Zack, zack, zack. Schön, dass ihr alle Gefallen dran gefunden habt. Und das sind ermächtigender Kristall. Davon machen wir auch erstmal einen rein. Wir müssen ja wissen, was daraus wird oder werden kann. Ich glaube, 300 könnte vielleicht zu wenig sein. Ich weiß es nicht. Der nimmt auf jeden Fall die Kugel mit. Ja, war doch klar. Und du, nimmst du die mit? Nein, die sind zu teuer, oder was? 75 ist ein Schnäppchen und 150 ist zu teuer. Solange hier keiner was versucht zu klauen. Die Frau da unten kommt mir ein bisschen suspicious vor. Weil die irgendwie nur... Das ist zu teuer, ja. Weil die nur da rumstand. Okay. Dann machen wir das halt billiger. Immer noch zu teuer, okay. Dann machen wir das auch billiger. Glaube ich. Das sind Schleifsteine. Die keine Ahnung, was für einen Wert tragen. Vielleicht 200. Nehmt ihr irgendwas mit? Wäre auf jeden Fall cool, ich würde mich freuen. Die Frau kommt mir suspicious vor. Geh bitte. Ich glaube, du willst was klauen. Ja, okay, das war gut, das war gut, das war gut.
zu teuer? Kein Schleifstein für dich oder was? Schade. Dann ist 100 wahrscheinlich immer noch zu viel. Auch! Ich dachte, ein uraltes Gefäß könnte etwas an Reaktion oder etwas an Freude mitbringen. Aber doch sowas doch nicht. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon einiges in Geld eingespielt. Gut, dass die Frau nichts mitgenommen hat. Ich dachte, die wollte was klauen. Hat sie aber nicht. Alles gut. So, das vielleicht. Ich weiß es nicht. Die nimmt sie natürlich mit. Die haben ja auch einen guten Preis, ne? Und die haben auch einen guten Preis. Die haben doch keinen guten Preis. Warum haben die noch keinen guten Preis? Das kennen wir jetzt. Das weiß ich jetzt. 200. 100 für 1. Oder ich weiß nicht. Du, 20 vielleicht. So, Nummer 1, Nummer 2. Verkaufe ich doch gerne. Wer so gut Geschäfte mit mir macht, freue ich mich doch immer. Noch einer? Was will der? Ah, der sucht nach Waffen und Rüstung. Ja, schade, mein Freund, sowas habe ich leider gar nicht da. Ich muss wirklich passen. Komm, die Dinger sind immer noch zu teuer. Ich fresse einen Besen. 5 und du nimmst mit. Die sind gut. Da brauchst du nichts sagen. Die sind gut. Das habe ich ja vorhin gecheckt. Ach nein, 100 ist ein guter Preis. Warum habe ich die dann für 200 rein? Jetzt war es ein Schnäppchen auf einmal. Die ganze Zeit war es zu billig. War es zu teuer. Und jetzt habe ich es auf 5 gemacht. Dann war es ein Schnäppchen. Und 20 war noch zu teuer. Was ist denn los? 10 also. Gut, jetzt habe ich aber nichts mehr. Leute, es war schön, dass ihr alle da wart. Ich muss passen. Das war's. Kann ich den Shop zumachen? Ja, der Shop ist eh vorbei. Cool. Und diesmal haben wir richtig Cash gemacht. Oh, wir haben nur 1000 mehr gemacht als letztes Mal. Mann, enttäuschend. Die Wasserlampen gingen aber gut weg. Hoch war die Nachfrage für die uralten Gefäße und so. Und das andere habe ich nicht verkauft. Das hätten sie sonst auch genommen. Naja. Das sammle ich ja gerade. Kann ich ja nicht verkaufen. Das können wir wieder schnell bewegen, schnell bewegen. Schnell bewegen, schnell bewegen. Ach, die Glasfähren habe ich vergessen. Ich dödel. So. Oh, und das ist jetzt eigentlich meine Ausrüstung. Craften kann ich noch nichts. Das heißt, das ist jetzt eigentlich meine Ausrüstung. Ja, es ist meine Ausrüstung. Shop. Was können wir denn für den Shop machen? Für 8000 können wir den Shop erweitern. Ja. Das klingt ja nicht verkehrt. Wir können sogar ganz viel noch erweitern. Und für 2000 können wir eine billige Verkaufsmachung machen. Gegenstände, die in dieser Verkaufskiste verkauft werden, erhalten einen Rabatt in Höhe von 70%. Okay. Diese praktische Kasse motiviert Kunden dazu, ein zusätzliches Trinkgeld in Höhe von 5% zu geben. Das klingt gut. Ein komfortables neues Bett, den Abenteurer am Morgen zusätzlich leben und zusätzlicher Platz für deine Gegenstände. Keine Lust mehr in Dungeons nach Gegenständen zu suchen, überlass diese Arbeit lieber den Profis und besuche Le Marchand. Le Marchand, denn das Leben ist anstrengend genug. Und der sucht dann für mich nach Gegenständen, klingt auch nach einer Sache. Kann ich auch nichts gegen sagen. Na, auf der Suche nach neuer Ausrüstung, Kleiner? Ja, so indirekt, ne? Was soll ich machen? Habe ich schon mal Rüstung? Ne, ich kann ja gar keine Rüstung herstellen. Ist viel zu teuer alles. Freundchen, mach mal billigere Preise, dann kaufe ich gerne bei dir ein. Ich will immer noch das haben. Das wird sich aber noch irgendwann finden. So, jetzt gehen wir mal... Ach, bei der netten Frau wollten wir vorbeigehen. Ach, die Gegenstände hat es da angezeigt, gell? Wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wir sollten eigentlich in der Möglichkeit stehen, hier jetzt zu craften. Tränke. Ja. Aber nur einen? Ich meine, die kosten halt was. Ich will halt eigentlich schon mehr. Also ich meine, ich habe ja gerade schon gemerkt, dass ich ziemlich am Struggeln sein kann. So, was fällt mir denn hier noch Spannendes? Schleimi, du. Na, die Tür geht wohl nicht auf. Der hölzerne Hut finden wir unten. Okay. Hm.
clever, wenn wir es hier alles kaputt machen. Wo kommen wir da lang? Einfach wieder zu den Dungeons. Ja, einfach wieder zu den Dungeons. Auch gut. Betreten. Ach, ist das nicht schön. Schauen wir nochmal, was wir hier drin finden. Diesmal finden wir etwas mehr Spektakuläres. Wir hatten zwar gerade auch schon etwas Spektakuläres gefunden, aber hey, ich meine, mehr Spektakuläres gibt's immer. Was? Ey, lass mich frei! Alter, das war richtig uncool. Und hat gut gezogen. Habe ich überhaupt gerade Tränke dabei oder habe ich die alle nur gebraut in meinem... Okay, warum auch immer ich die nicht ausgerüstet habe, auf schnell oder so. Komisch. Da war guter Loot drin. Das war die falsche Richtung, mein Freund. Beide erledigt. Zack, zack. Oh, was finden wir hier? Nichts Spannendes. Und du, mein Freund. Du hast ja eine gute Position da. Aber praktisch war es vielleicht jetzt nicht so. In der Kiste finden wir Weißstein, das ist neu, Gegenstand. Okay. Und das ist auch neu, was ist das? Stoff. Okay, cool. Denke, das sollte bisher ganz gut sein. Ah, nichts Spannendes, auch nichts Spannendes. Okay, aber immerhin den Ort erkundet. Bringt mir mehr Loot und anderes Zeug. Da ist die Tür. Dann geht es ab in die andere Richtung. Vielleicht kommen wir gleich ein bisschen weiter. Nein! Ja. Okay, perfekt. Huh, da habe ich ganz kurz gedacht, dass ich in mein Verderben rolle. Das war cool, was war denn das? Ein Kristallstein. Fancy. Klingt jedenfalls fancy. Und hier haben wir noch mehr zu lesen. Sie sind wie Motten. Wie Motten, die sich ums Licht scharen. Diese Abenteurer. So viele lassen sich von den Verlockungen der Dungeons anziehen. So viele, nur um sich den Finger zu verbrennen. Wenn man in Dungeon zur Erschöpfung oder Schmerz bewusstlos wird, spuckt er einen glücklicherweise wieder aus. Irgendwann zumindest. Ein unschöner Prozess. Niemand weiß genau, was dabei passiert. Aber man wird irgendwann einfach wieder außerhalb des Dungeons. Irgendwas. Um einen kleinen Schleimspur herum. Und alles andere... Und als Andenken an das Abenteuer behält man natürlich alle Verletzungen, die man sich zugezogen hat. Einige haben danach an den Dungeon für immer den Rücken gekehrt. Andere kommen wieder, weil sie den Kampf oder die Reichtümer lieben. Hinter den Dungeons steckt aber noch viel mehr. Die Frage ist, was steckt hinter den Dungeons? Und warum haben die Leute überhaupt in den Dungeons gecampt? Ich meine, es war jetzt nicht das erste Camp, das wir gefunden haben. Aber dieser scheiß Dungeon, warum sollst du das denn campen? Das ist ja total... Das klingt mir für mich irgendwie falsch. Naja, wir heilen uns mal kurz. Dupdidu. Warum verschwinden unsere Geräte? Das hatten wir schon. Zack. Okay, das sieht mir nach viel aus. Okay, die haben wir. Noch mehr Ranken, die mir unnötigen Loot bringen, mein Freund. Ich will spannende Items und möglichst irgendwas, was mir am Ende Geld einbringt in meinem Shop. Ich will die verbessern. Ich will da einiges rausholen. Und perfekt. Das sind doch genau die Gegenstände, die wir brauchen, um unsere Handschuhe herzustellen. Oder irgendwas anderes zumindest. Damit sind wir hier auf jeden Fall jetzt schon auf der guten Seite. Und könnten praktisch auch schon rausgehen. Weil wenn wir jetzt eh schon hier sind, sollten wir mal den Loot versuchen zu erweitern. Aber ich würde auf jeden Fall keine weiteren Heiltränke verschwenden, denke ich. So, und das ging gut. Noch jedenfalls. Oh, zack. Und der hat nochmal gut an Loot gegeben. Wir haben ja auch schon gleich unsere Taschen voll. Also praktisch wieder die Zeit, um aus diesem Laden oder Tag rauszugehen. Oh, neuer Gegner. Was kannst du denn? Autsch. Schmerzen machen? Komm runter. Ja, okay, das war jetzt irgendwie das falsche Timing, aber sonst, ich meine, die Idee war gut. Die Umsetzung war halt einfach miserabel. Das wissen wir nicht, das brauchen wir.
Das Flucheffekt eines abgegrenzten Gegenstands blockiert. Ah, okay. Okay, und jetzt können wir clevere Sachen machen. Einmal so. Zack, dann können wir den jetzt nämlich auch da wegmachen. Und das können wir hoch machen. Und das können wir noch da machen. Und das auch. Das wollte ich nicht. Da, zack. So. Perfekt. Nee, das will ich beides weghaben. Wow, plus ein Gold. Nicht schlecht. Da habe ich ja wohl gerade verdammt nochmal was rausgeholt. Falsche Waffe. Ach, der Schleim. Verarsch mich nicht. Haben wir jetzt alle unseren Loot verloren? Haben wir jetzt alle unseren Loot verloren? Das wäre richtig uncool. Ja, glaube ich, wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie nur das... Ja, nur das, was wir oben dabei hatten. Hier habe ich mich übernommen. Scheiße. Ich habe mich übernommen. Nein, und dabei hatten wir genau das, was wir gebraucht haben. Ach. Okay, ich weiß aber immerhin jetzt... Ich weiß jetzt, was Sache ist. Ich weiß es jetzt. Okay. Schade. Heute können wir unseren Shop nicht betreiben. Dabei hatten wir alle perfekten Materialien zusammen. Nur irgendwie hat dann das Gesamtbild nicht so ganz gestimmt. Vielleicht irgendwie so gar nicht, aber... Ach, Mann. Schade. Dann können wir eigentlich praktisch nur noch hier sortieren. Ein bisschen rumgucken, ne? Und so kann man auch alles nehmen. Ich weiß es nicht. Ach, wenn ich halte, stapel ich. Sehe ich das richtig? Ja. Okay, cool. Was brauchen wir denn jetzt? Euch können wir nehmen und da drauf packen. Nee, können wir nicht. Hartstahl, achso, davon können wir nur 5 stapeln. Okay, ich verstehe. Können wir zu unserer netten Dame gehen und noch mehr Heiltränke machen? Oder sind wir dafür jetzt fehl am Platz? Nein, 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 nicht den Laden öffnen. Ich verlasse ihn nur. Ich habe heute nichts zu verkaufen, Leute. Tut mir leid. Ich bin gerade noch am Item-Scattern. Und, tut mir jetzt leid. Heute nichts für euch. Dennoch, was haben wir denn hier? Was hast du für uns? Ich will Tränke diesmal wieder. Und zwar einige. Ich gebe dir auch ein bisschen Geld dafür. Oh Mann. Schade, dass es gestern gar... Also, ja doch, gestern. Das war ja praktisch die Nacht vorher. Nicht so gut geklappt hat. Aber na gut, ich glaube, da müssen wir einfach alle mal durch. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt wieder in den Dungeon rein, oder? Ich denke, da haben wir die größtmögliche Chance, wieder neuen Loot zu kriegen. Warum aber das jetzt nicht auf der Schnelltaste liegt, verstehe ich nicht. Ah. Haha, ich habe es gecheckt. Ja. Naja, so sollten wir auf jeden Fall den Dungeon auch hinkriegen. Das ist definitiv meine Hoffnung. Oder nicht nur meine Hoffnung, auch das, was ich erwarte.